Hallo, liebe Kunstinteressierte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grüße aus dem Lockdown. Sie wird sich von den bisherigen etwas unterscheiden, denn heute steht nicht eine einzelne Handzeichnung im Mittelpunkt, sondern eine Gattung oder besser ein Anwendungsgebiet des Zeichnens. Auch diesmal werde ich Ihnen aber zugleich einen Künstler etwas näher vorstellen. Die Fähigkeit, menschliche Figuren zu zeichnen, gehörte für angehende Maler und Bildhauer seit jeher zu den wichtigsten einzuübenden Fertigkeiten. In der Renaissance bildete sich eine mehrstufige Methode heraus, das Figurenzeichnen zu erlernen, die dann Eingang in den Unterricht fast aller neuzeitlichen Kunstakademien fand. Neulinge mussten ihre Fingerfertigkeit zunächst durch das Kopieren zweidimensionaler Vorlagen schulen. Als solche dienten vor allem Druckgrafiken. Das konnten Reproduktionen berühmter Werke der Malerei oder Skulptur sein, aber auch speziell als Vorlage geschaffene Blätter, wie etwa die hier gezeigte Radierung nach Salvator Rosa. Nach einiger Zeit konnte der Schüler in die zweite Klasse aufsteigen, in der nach dreidimensionalen Werken vor allem Gipsabgüssen antiker Skulpturen gezeichnet wurde. Die hatten den Vorteil, den noch unerfahrenen Kopisten weder durch Farbigkeit oder unterschiedliche Oberflächeneigenschaften noch durch unerwartete Bewegungen zu verwirren. Bei den Akademieschülern war das unendliche Zeichnen nach Gipsen freilich alles andere als beliebt. Erst die dritte Stufe verhieß das Zeichnen nach dem lebenden Modell. Dieses Modell, in der frühen Neuzeit fast immer ein Mann, hatte typischerweise nackt in einer vorgegebenen Pose zu verharren. Das hier gezeigte Blatt eines unbekannten Zeichners aus dem 18. Jahrhundert kündet von den Mühen und Schwierigkeiten des angehenden Künstlers. Die überraschende Zahl von 3 Kniescheiben am rechten Bein und einige andere Ungereimtheiten deuten darauf hin, dass der Zeichner sein Metier noch nicht wirklich beherrschte. Denkbar ist auch, dass wir es mit der Zeichnung eines Dilettanten zu tun haben, der sich mit anderen Sonntagsmalern und vielleicht auch professionellen Künstlern zusammengetan hatte, um nach einem gemeinsam bezahlten Aktmodell zu zeichnen. Auch solche informellen Zirkel wurden umgangssprachlich Akademien genannt. Figürliche Studien spielten aber natürlich nicht nur in der Künstlerausbildung eine Rolle, sondern auch im Entwurfsprozess eines Gemäldes oder plastischen Bildwerks. In der Renaissance kam nämlich die Ansicht auf, dass ein Historienbild, worunter man damals eine zwei- oder mehrfigurige Darstellung eines Vorgangs verstand, sehr sorgfältig zu entwickeln sei. Nach ersten skizzenhaften Kompositionsentwürfen, denen unter Umständen eine stärker ausgearbeitete Zeichnung etwa zur Vorlage beim Auftraggeber folgen konnte, sollte der Künstler einzelne Figuren seiner Komposition nach dem lebenden Modell studieren. Meister wie Leonardo da Vinci, Michelangelo oder Raphael schworen darauf, das Modell zunächst nackt posieren zu lassen, um sich im zeichnerischen Nachvollzug alle einer Körperhaltung zugrunde liegenden Muskelanspannungen bewusst zu machen. Erst im nächsten Schritt wurde die gleiche Figur mit einer Bekleidung im Sinne des auszuführenden Gemäldes versehen. Es liegt auf der Hand, dass dieses aufwendige Verfahren nicht immer und überall angewandt werden konnte. Aber die vorliegende Zeichnung von Ludwig Knaus zeigt sehr schön, dass es auch im 19. Jahrhundert noch praktiziert wurde. Ob das Blatt allerdings tatsächlich der Vorbereitung einer bestimmten Gestalt
in einem der zahlreichen Gemälde des Künstlers diente, konnte bislang nicht ermittelt werden. Denkbar wäre auch, dass Knaus die Zeichnung im Zusammenhang mit seiner Lehrtätigkeit an der Berliner Akademie zu Demonstrationszwecken anfertigte. Bevor wir uns näher mit weiteren Figurenstudien des Künstlers befassen, will ich einige Bemerkungen zu seiner Person einschalten. Ludwig Knaus wurde 1829 in Wiesbaden geboren. Früh schon bezog er die Düsseldorfer Kunstakademie. Diese genoss zwar hohes Renommee, ihr Direktor Wilhelm Schadow, ein Sohn des bekannten Bildhauers, vertrat allerdings noch immer eine vom Klassizismus und den Nazarenern herzuleitende Kunstauffassung. Die künstlerische Idee hatte einen höheren Stellenwert als das Naturstudium oder die malerische Ausführung. Alltägliche Themen, wie sie die immer beliebter werdende Genremalerei zum Darstellungsgegenstand erhob, waren verpönt. All dies galt vielen als überholt, und im Revolutionsjahr 1848 gründeten die Opponenten, darunter Ludwig Knaus, den Künstlerverein Malkasten, einen frühen Vorläufer der späteren Sezessionen. Wenig später verließ Knaus die Akademie. Stattdessen zog er für einige Monate in das hessische Dorf Willingshausen, wo sich bereits mehrfach Künstler einquartiert hatten, um die Bauern in ihren altertümlichen Trachten zu zeichnen und ihr Brauchtum zu studieren. Ein erstes Genrebild, das er auf Basis dieser Studien malte, wurde gleich ein großer Erfolg. Unter dem Einfluss der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts und in scharfer Abkehr von der blutarmen Kunst der Nazarener beeindruckte Knaus mit einem delikaten, brauntonigen Kolorit, wie es in Deutschland damals nur wenige beherrschten. Ziel seiner ersten großen Künstlerreise war bezeichnenderweise nicht mehr Rom, sondern Paris, die neue Welthauptstadt der Künste. Auch dort hatte er mit seinen Genrebildern Erfolg, gewann Goldmedaillen auf wichtigen Ausstellungen und wurde sogar in die Ehrenlegion aufgenommen. Dieser Ruhm eilte ihm voraus, als er nach Deutschland zurückkehrte. Nach einer Phase wechselnder Aufenthaltsorte, Wiesbaden, Berlin, Düsseldorf, nahm der einstige Rebell 1874 auf dem Höhepunkt seines Ruhms eine Professur an der Berliner Akademie an und übersiedelte endgültig in die Reichshauptstadt. Damals stellten ihn viele Kritiker auf eine Stufe mit Adolf Menzel. Spätestens um 1900, als unter Kunstinteressierten auch in Deutschland modernere Richtungen wie der Impressionismus an Boden gewannen, begann sein Stern zu sinken. Man darf jedoch davon ausgehen, dass seine Popularität in weiten Kreisen der Bevölkerung noch anhielt, als er 1910 verstarb. Stiche oder Öldrucke nach seinen Gemälden, etwa die Taufe und die Goldene Hochzeit, schmückten damals zahllose kleinbürgerliche Wohn- und Schlafzimmer. Im Werkprozess solcher Bilder wich Knaus nicht selten von der oben skizzierten Reihenfolge ab. Viele seiner figürlichen Studien geben keine Modelle in einer vom Künstler nach seiner Kompositionsidee arrangierten Pose wieder. Im Gegenteil, bei seinen Studienaufenthalten in Willingshausen und andernorts zeichnete er, noch ohne einen späteren Verwendungszweck im Hinterkopf, ihm charakteristisch erscheinende Männer, Frauen und Kinder unterschiedlicher Lebensalter. Diese Studienblätter, die er sorgsam verwahrte, dienten ihm später als Fundus, auf den er bei der Entwicklung seiner Bildideen zurückgriff. Es konnte bei Knaus also eine bereits studierte Figur zum Ausgangspunkt einer Komposition werden. Das vorliegende Blatt mag als Beispiel dienen. Es zeigt einen schräg von hinten gesehenen hageren Mann mittleren Alters in Kniebundhose und Zipfelmütze. Das ist die Tracht des südbadischen Hotzenwaldes, wo Knaus zwischen 1850 und 1859 bei mindestens 4 Aufenthalten umfangreiches Studienmaterial zusammentrug. Offenbar skizzierte er den Hotzenbauern, während sich dieser mit einem älteren Herrn unterhielt, der am rechten Blattrand mit wenigen Strichen angedeutet wird.
Die in der Studie knapp und treffend eingefangene Gesprächssituation scheint Knaus später zu seinem Genrebild eine lustige Geschichte inspiriert zu haben. Dieses wohl 1863 entstandene Gemälde befand sich bis 1926 im Besitz der Hamburger Kunsthalle, wurde dann jedoch verkauft. Nach damaligem Verständnis kann man wohl sagen, es wurde ausgemistet, denn die Genremalerei des mittleren 19. Jahrhunderts galt dem Direktor Gustav Pauli als verstaubt und überholt. Leider ist das seitdem verschollene Gemälde nicht einmal durch ein Foto überliefert. Es dürfte jedoch im Wesentlichen dem hier gezeigten Kompositionsentwurf gefolgt sein. Zu sehen ist darauf, dass Knaus den Hotzenbauern links im Bild als Geschichtenerzähler nun in größerer Runde zum Einsatz brachte. Dabei wandelte er die Figur in bezeichnender Weise ab. Die Einzelstudie zeigt nämlich noch, wie sich der Dargestellte mit dem Rücken des linken Fußes die rechte Wade kratzt. Ein drastisches, nicht ganz einfach zu zeichnendes Detail, das der Künstler als Herausforderung betrachtet haben mag. Im Kompositionsentwurf für das Genrebild legte Knaus den Erzähler zunächst ebenso an, überarbeitete dessen Beinhaltung dann jedoch im Sinne eines eleganteren Stehens. Eine solche Tendenz, das Hässliche abzumildern und das ländliche Leben in ein dem Auge des bürgerlichen Sammlers gefälliges Licht zu tauchen, gehörte zweifellos zu den Erfolgsrezepten des Malers Knaus. Die Kinder und jungen Frauen in seinen Gemälden erschienen schon manchen Zeitgenossen als allzu schön und püppchenhaft. Auch dies gilt mehr für die Gemälde als für die Studienblätter. In der vorliegenden Skizze etwa beeindruckt Knaus mit einer locker schwungvollen Strichführung, indem er die Konturen der Beine zweimal und überdies leicht versetzt anlegte, ergibt sich ein Eindruck, der an mehrfach belichtete Fotos erinnert, ein Effekt, den später die Futuristen zur Suggestion schneller Bewegung einsetzten. Der etwas herbe Ausdruck des breiten Gesichts passt durchaus zu der Anstrengung des schweren Hebens. Im 1883 ausgeführten Gemälde, das Kirchweihfest, Tanz unter den Linden vor einem hessischen Dorf, wo das Mädchen an zentraler Stelle der Komposition wiederkehrt, trägt es übrigens sein jüngeres Schwesterchen. Zum Schluss noch ein paar Worte zur Technik der heute besprochenen Figurenstudien. Die anfangs gezeigte männliche Aktstudie ist mit Rötel gezeichnet, einem Zeichenmittel, das aus einem natürlich vorkommenden Gemenge von Ton- und Roteisenstein besteht und im 16. bis 18. Jahrhundert vor allem für die Wiedergabe des menschlichen Körpers gern eingesetzt wurde, da es dessen Farbe nahe kommt. Knaus verwendete für seine Studien neben schwarzer Kreide auch Kohle, so für die Zeichnung des stehenden Hotzenbauers. Dieses älteste aller Zeichenmittel war billig, leicht verfügbar und wunderbar geeignet für großformatige, schnell hingeworfene Skizzen. Die Mädchenstudie zeichnete er mit einem weichen Bleistift. Wie nicht wenige Künstler seiner Zeit benutzte Knaus gerne farbiges, hier blau-graues Papier. Auf die Möglichkeiten, die ein solcher Zeichengrund bietet, werden wir in einer der nächsten Folgen zurückkommen. Für heute danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Andreas Kante.